Das Wort hat die Kollegin Vogler für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Rüttel, ich hatte das bisher immer so verstanden, dass der Minister Rösler dieses Jahr als Jahr der Pflege erklärt hat. Jetzt machen Sie es zum Jahr der Patienten. Aber vielleicht einigen Sie sich da mal koalitionsintern, damit wir wissen, was jetzt eigentlich angesagt ist. Also ich habe mal das Wort Patientenrechte gegoogelt und 143.000 Einträge gefunden. Derselbe Begriff auf Englisch oder Spanisch bringt 17 Millionen Einträge jeweils und auf Französisch sogar 19 Millionen Einträge. Auf Niederländisch allerdings immerhin auch noch 219.000 Einträge. Also zumindest was die öffentliche Wahrnehmung angeht, scheint das mit den Patientenrechten in Deutschland und im deutschsprachigen Raum nicht ganz so weit her zu sein, wie uns das hier immer dargestellt wird. Worüber reden wir jetzt eigentlich? Da will ich Ihnen noch mal eine Geschichte aus meinem Heimatkreis erzählen, die sich da vor einer Woche zugetragen hat. Und das wäre ganz gut, wenn Sie zuhören, weil das ist nicht ganz erfreulich. Ein 83-jähriger blinder Mann kommt zu einer Untersuchung ins Krankenhaus. Dort erleidet er einen Kreislaufzusammenbruch und wird stationär aufgenommen. Nach einigen Untersuchungen wird er entlassen und mit einem Krankenwagen nach Hause gebracht, allein im OP-Hemd und noch mit der Infusionsnadel im Arm. Und dieses Ereignis, das ist einfach mehr als ein Fehler, den Menschen nun mal machen, sondern für mich ist das Ausdruck eines Gesundheitswesens, das immer mehr von der Ökonomie beherrscht wird und wo, in dem der Patient nicht mehr ein leidender Mensch ist, dem zu helfen ist, sondern sowas wie ein Werkstück, das im Fließbandtakt durch die Fabrik durchläuft und das, in dem auch die Pflegenden und die Behandelnden immer mehr zu seelenloser und entwürdigender Fließbandarbeit gezwungen werden. Die Linke setzt sich deswegen ein für ein Gesundheitswesen, das allen Menschen barrierefrei und unabhängig von ihrem Einkommen gute medizinische Versorgung garantiert. Und das finde ich ganz wichtig, dass dabei die Wahrung ihrer Würde und Selbstbestimmung stärker als bisher in den Mittelpunkt gerückt werden muss. Die derzeitigen Rechte für Patientinnen und Patienten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sind in viele Einzelgesetze aufgespalten und vieles ist gar nicht gesetzlich geregelt, sondern es ergibt sich nur aus der Rechtsprechung. Tatsächlich haben die Patientinnen und Patienten in den letzten Jahren den Gerichten in Deutschland, glaube ich, mehr zu verdanken als der Politik. Und der Antrag, den die SPD hier unter dem Titel Ein modernes Patientenrechtegesetz vorgelegt hat, der hat ja schon vor einem Monat seinen ersten Geburtstag gefeiert, also der kann schon fast laufen. Er enthält einige richtige und wichtige Gedanken und das möchte ich auch unterstützen, wie den Entschädigungsfonds oder die Regulierung der sogenannten IGEL-Leistung. Aber man merkt ihm doch noch so ein bisschen seine Entstehungsgeschichte an. Gleich zu Beginn der Legislaturperiode haben Sie ihn eilig aus dem zusammengezimmert, was Sie in der Regierungsarbeit mit der CDU zusammen liegen lassen mussten. Und ich kann sicher mit Ihnen mitgehen und Die Linke kann auch mit Ihnen mitgehen, wenn Sie fordern, die Rechte der Patientinnen und Patienten zusammenzufassen und zu stärken. Ich kann mir aber nicht verkneifen, Sie daran zu erinnern, dass Sie doch bis 2009 das Justiz- und das Gesundheitsministerium hatten und sich da schon die Frage stellt, warum Sie nicht eine der Maßnahmen damals durchgesetzt haben, die Sie jetzt von Schwarz-Gelb fordern. Meiner Ansicht nach hätten Sie dann diese 13 Monate Liegezeit auch noch nutzen können, um den Antrag nachzubessern und konkreter zu machen. Da ist ja auch von den Patientinnen und Patientenorganisationen bei unserer Anhörung im Gesundheitsausschuss einiges an guten Impulsen gekommen. Und das haben Sie leider versäumt und deswegen und wegen des völlig überzogenen Eigenlobs in der Einleitung kann sich die Linksfraktion bei ihrem Antrag jetzt leider nur enthalten. Aber es gibt doch erhebliche Schnittmengen zwischen unseren Auffassungen und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir dann, wenn die Regierungskoalition ihren schon lange angekündigten Gesetzentwurf vorlegt, dass wir vielleicht dann gemeinsam unsere Alternativen formulieren. Die Eckpunkte, die die Bundesregierung zum Patientenrechtegesetz jetzt vorgelegt hat, die lassen ja befürchten, dass dieser lang und breit angekündigte Entwurf doch nicht mehr wird als ein kleiner Hopser, also die nötige Weite nicht erreichen wird.
Kein Satz zum Entschädigungsfonds, kein Gedanke an Beweiserleichterungen und lediglich Krankenkassen wollen Union und FDP neue Lasten auferlegen. Ich fand schon symptomatisch, dass Sie bei der Anhörung die anwesenden Patientenvertreter fast völlig ignoriert haben. Was die zu sagen hatten, das schien für Sie überhaupt nicht interessant zu sein. Ich komme dann jetzt zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, machen Sie es sich bitte nicht so einfach. Wenn man etwas im Sinne der Menschen erreichen will, muss man sich eben auch manchmal mit Lobbygruppen anlegen. Und wenn Ihnen dazu der Mut fehlt, dann überlassen Sie das Regieren doch bitte anderen, weil Regieren ist nichts für Feiglinge. Das Wort